Vielleicht kennst du das ja auch. Du setzt dir ein Ziel, das schon recht hoch erscheint und dennoch du erreichst das. Und genau das ist mir gestern wieder mal passiert. Ich habe mir meine Jännerplanung angesehen und habe gesehen, wow, mit der letzten Rechnung, die ich geschrieben habe, ich habe 101,74% meines Jännerziels erreicht. Dabei war das ein Ziel für mich so hoch, dass ich Anfang Jänner dachte, no way, ich habe keine Ahnung, wie ich das erreichen soll. Und siehe da, ich quatsch dann gestern mit einer Freundin und sie erzählt mir, was ziemlich ähnlich ist. Die Zahlen, die sie sich vorgenommen hat, das, was sie in ihrer Planung hat, hat sie haargenau erreicht. Auf die Zahl. Und sie schreibt selber noch, lustig, wie punktgenau wir unsere Ziele immer wieder erreichen. Genau das ist es. Die Ziele, die wir uns setzen, vor allem wenn sie uns persönlich hoch erscheinen und wir uns voll und ganz dazu committen, sind genau die Ziele, die uns letztendlich auch limitieren. Wir setzen uns die Ziele, weil wir persönlich denken, dass das das höchste Level ist, das möglich ist. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass wir bis hierhin kommen können. Wenn wir uns strecken, wenn wir uns recken, wenn wir uns echt bemühen, wenn wir Gas geben, dann ist dieses Ziel möglich. Aber mehr? Oh nee, mehr geht sicher nicht. Genau darin liegt der Trugschluss. Denn es geht immer noch mehr. Es geht immer nämlich genau das, was du für möglich hältst. Was du in deinem tiefsten Inneren für möglich hältst. Woran du tatsächlich glaubst. Also, das nächste Mal dran bist, dir Ziele zu setzen, wo du denkst, du musst dich dran strecken und du musst dich daran recken und du musst echt alles geben, um dorthin zu kommen. Überprüf auch deine Glaubenssätze dazu. Ist das Ziel wirklich das höchste Ziel, das du erreichen kannst? Gibt es jemanden, der das Ziel schon überschritten hat, der noch besser ist in diesem Bereich? Kannst du, wenn du das Ziel vielleicht noch ein Stückchen höher setzt oder noch weiter setzt oder noch schneller, noch kürzer, was auch immer es ist, kannst du es dann dennoch erreichen? Probier es einfach mal aus. Für mich war es wieder ein Riesen-Learning zum Thema Mindset. Denn wie gesagt, meine eigenen Ziele sind die Limits, die ich mir im Augenblick selbst zutraue und zumute. Das war es auch schon mit meinem kurzen Business-Quickie für dich. Und wenn du Teil meiner Community werden möchtest, dann trag dich doch ein auf meiner Webpage www.karinwest.com oder werde gleich Teil meiner Power Mädels Mastermind, der Community für Powerfrauen, die es echt wissen wollen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.